Ja, Freunde, ich sag euch mal was voraus. Dieses neue Update ist das Ende von World of Tanks. Rechts oben guckt euch meine Ressourcen an für den Clan. Ich habe nur noch einen Clan-Boost übrig. Ja, ich hatte früher jeden Tag 30, 40, 20.000 Ressourcen, 10.000 aber Minimum. Teilweise 90.000 nach ein paar Tagen, weil die Leute sich Ressourcen zusammen. Und ey, ich sag euch eine Sache, ne? Die Leute spielen. Guck mal, hier ist keiner online. Ich habe 99 Leute bei mir im Clan. Wir haben jetzt 10 Uhr morgens. Es ist niemand mehr online. Unsere Boosts sind seit Tagen ausgelaufen. Das neue Update ist ungefähr, ja, eine Woche her oder 4, 5 Tage oder was oder eine Woche oder so. Ja, und bei den meisten Clans, die hatten noch ein bisschen Reserven, die mit den Clan-Boosts, die haben noch ein paar Tage gehalten. Und ich sag euch voraus, ne, ich sag euch voraus, ich weiß es einfach, als ich genug Ressourcen hatte und Clan-Boosts angeschmissen habe, haben die Le Leute viel mehr gespielt. Ja, die haben auch aktiv danach gefragt, ey, kannst du mal Clan-Boost anmachen? Also das ist das Ende von World of Tanks. Ich sag's euch voraus, wenn Wargaming jetzt dieses neue Update nicht zurücknimmt und nicht die alten Ressourcen, so wie sie waren, wieder zurückbringt, dann ist das das Ende von World of Tanks. Also vor allen Dingen auch für fortgeschrittene Leute wie mich. Also das war so am Tag so, ne, man macht die Clan-Boosts an und fährt mal so ein paar Runden mehr, weil es gibt ja noch ein paar 8er, 9er, vielleicht sogar 7er Panzer, die man noch gerne hätte, weil 10er Panzer habe ich schon alle. Die man erforschen kann. Ich spiele das Spiel seit über 12 Jahren. So, da hat man irgendwann alle Panzer. So, meine einzige Freude war noch so 7er, 8er, 9er Panzer zu kaufen, vielleicht. Und dafür brauchst du halt Ressourcen. Oder wenn mal so ein Spezialevent ist, wo man 10er Panzer kaufen kann. Mit Ressourcen wie Credits und Bonds und so. Ich wollte mir so 30, 40, 50 Millionen zusammensparen, falls mal wieder so eine Aktion kommt. Also, der Mitarbeiter, der sich das ausgedacht hat bei Wargaming, ne, dieses, ja, Ressourcen gibt es eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Wir haben auch gestern 2 Stunden lang Zug gespielt und alles, ne, alles schön und gut, hat auch Spaß gemacht, aber übrigens, dieses Platoon-Fahren gibt es unten in der Videobeschreibung auf meinem Streaming-Kanal Akku Power Twitch. Kann man sich das noch ein paar Tage angucken. Nach ein paar Tagen irgendwann wird das ja gelöscht von Twitch. Also wir waren sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Ich glaube, wir haben 10, 12 Runden gespielt, davon wirklich 70, 80% gewonnen, irgendwie so. Und zwar sehr schnell, sehr erfolgreich gewonnen, die Runden. Ja, Freunde, also, selbst als Hardcore-Fan, ich habe ja sehr viele Updates mitgemacht, sehr viele schlechte Updates mitgemacht die letzten Jahre, aber dieses Update ist mit Abstand die dümmste Idee, die Wargaming jemals hatte. Ja, wir haben jetzt 10, halb 11 Uhr morgens. Normalerweise hätte ich jetzt schon 5, 6, 7 Leute online, aber 0, das sagt schon alles. Ich sag euch, das ist das Ende von World of Tanks, dieses neue Update. Und es wäre wichtig, da die anderen großen YouTuber so gut wie nichts darüber bringen, weil sie es anscheinend nicht für wichtig erachten, dass ihr die paar wenigen Streamer und YouTuber, die darüber sprechen, auch unterstützt. Na, solche Videos müssten locker ein paar hundert Likes bekommen, damit das höhere Stellen erreicht. Ne, teilt dieses Video bitte auf allen Social Media, teilt bitte dieses Video auch mit Wargaming und seinen Mitarbeitern auf Social Media, wo auch immer ihr unterwegs seid, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, wie auch immer. Dieses Video muss bitte höhere Stellen erreichen, dazu brauche ich auf jeden Fall eure Hilfe. Es macht überhaupt keinen Spaß irgendwie, ne? Warum bist du da alleine nach links gefahren, Kollege?
Wem soll das denn was nützen? Ja. Ja, ich habe nur noch einen Clan Boost übrig und da wir überhaupt keine Ressourcen bekommen, egal wie viel wir am Zocken sind, irgendwie, ich weiß nicht, was die da. Also wirklich, wer auch immer bei Wargaming diese Entscheidungen trifft, ich habe das Gefühl, dass das ein Spion ist, Alter. Ich habe wirklich seit Jahren das Gefühl, dass irgendeine fremde Firma, weil World of Tanks so erfolgreich war, ein paar Mitarbeiter hier reingeschleust hat bei Wargaming, um dieses Spiel kaputt zu machen, ne? Also das kann doch nicht ernst gemeint sein, wirklich. Das, diese neuen Updates, vor allen Dingen das allerletzte, was jetzt rausgekommen ist, kann nicht ernst gemeint sein, wirklich. Ja, es gibt keine Artis im Spiel. Ja, es gibt keine Artis. Was soll ich hier großartig spotten? Für wen? Ja. In Sekundentakt platzen meine Mitspieler weg. Absolut großartig. Ja, das war schon eine gute Position da hinten, Alter. Da kriegt man wenigstens kein Kreuzfeuer. Ja, unser Team schmeißt sich hier schon wieder sowas von weg. Ja, Abpraller, Abpraller und Abpraller. Tja, hat sich die ganze Truppe schon wieder weggeschmissen. Und ich wieder mal Abpraller, ne? Ist klar. Abpraller, 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 keine Artis. RNG ist gegen mich. Schlechte Map, Kreuzfeuer-Map. Schlechte Mitspieler. Oh, Bro, keine Ressourcen. Warum soll man dieses Spiel noch spielen? Sag mir das. Warum soll man noch World of Tanks spielen? Ich wüsste nicht warum. Ja. Ich tue es auch nur noch aus Gewohnheit, Alter, weil ich das Spiel schon seit 12 Jahren spiele. World of Tanks ist am Arsch. Wargaming ist am Failen. Und zwar an jeglicher Stelle. Es gibt nichts, was rund läuft in diesem Spiel. Nichts. Nichts läuft in diesem Spiel noch irgendwie rund. Nichts läuft in diesem Spiel rund.
Abpraller, 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 Abpraller und zwischendurch mal ein Abpraller. Ja. Ja, Abpraller natürlich, ne? Ist klar. Abpraller, Abpraller, an der Seite Abpraller, von hinten Abpraller, Frontal-Abpraller, RNG-Abpraller, Fail-RNG, Fail-Matchmaking, Fail-Maps, Fail-Teams, Fail-Updates. Vielen Dank auch Wargaming für so viel Fail, Alter. Beste Firma der Welt, Junge. Kuss geht raus. Schalalalala. Ja, das hat doch Spaß gemacht. Ich fahre einen 8er Premium-Panzer und mache so gut wie überhaupt keine Credits, weil alles Abpraller und so, ne? Ja, und von wegen irgendwas flankieren. Auf der Map kriegst du sofort Kreuzfeuer, da kannst du nichts flankieren, Alter. Ja, also ich nehme mal an, dass Wargaming nicht möchte, dass dieses Spiel weiterhin funktioniert, ne? Ich bin jetzt mittlerweile, also meiner persönlichen Meinung nach, hat irgendeine Konkurrenzfirma hier so 2, 3, 4, 5 wichtige Posten bei Wargaming infiltriert mit Spionen, die dafür sorgen, dass das Spiel futsch wird, ne? Damit die anderen Spiele mehr Zulauf bekommen. Wargaming zerstört sich selbst. Hier ist alles falsch, alles. Die Maps falsch, Matchmaking falsch, Mitspieler falsch. Updates werden immer schlechter, die führen das Spiel in den Abgrund. Ich fordere, dass das neueste Update sofort mit sofortiger Wirkung rückgängig gemacht wird. Ich und meine Zuschauer dieses Videos fordern, dass alle neuen Updates, die vor einer Woche oder was auch immer, wann auch immer rausgekommen sind, mit sofortiger Wirkung rückgängig gemacht werden. Außer diese Killkamera von mir aus soll die bleiben, aber alles andere kompletter Schwachsinn. Ja, das ist die nächste schlechte Map. Ja. Oh, da wird sich wieder reingeschleudert überall, ne? Mein Team hat wieder Schleuderitis. Hier wird wieder Panzer und HP weggeschmissen vom Feinsten. Stell dir vor, du spielst 8er Premium-Panzer und machst gar keinen Gewinn mehr, Alter. Jo, die Gegner fahren bei uns in die Base rein und kassieren nichts. Ja, in aller Seelenruhe kann der Scorpion geh mich abaimen, Alter. Der hat ja nichts zu befürchten, ne? Jo, Gegner-Arty ist motiviert. Ich hätte gerne Mitspieler, ne? Ja, wir haben das Ding verloren, Alter. Hier schießt auch keiner auf irgendwas. Völliger Schwachsinn, diese Map. Der Scorpion G wird nicht abgeaimt. Ich kassiere vom Hügel. Ja, deren Arty ist natürlich sofort auf mich eingeaimt. Die will mich. Ja. Deren Arty hat mich jetzt schon mehrfach beschossen. Also, das ist schon wieder. Ja, das ist eine Schlachtergassen-Map. Da hat der Scout. Ja, ich weiß, warum ich tot bin. Dankeschön. Ich brauche die Kamera nicht. Danke. Ja, Schwachsinn, ne? Schwachsinn. Ist alles Schwachsinn. Alles Neue, was hier rein programmiert wird, ist eigentlich Schwachsinn. Diese Killkamera. Wem nützt das denn großartig was? Ich meine, schön und gut, dass es die gibt, aber
Das Spiel hat ganz andere Probleme, weißt du, ich meine. Also so eine Killcam war jetzt nicht mein größtes Problem. Mein Problem ist, dass das Spiel am Arsch geht, weil niemand auf die Mitspielerschaft hört. Der Draht zwischen Wargaming und den Mitspielern ist einfach nicht mehr vorhanden. Und die paar möchtegern CCs, ne, die aktuell CC simulieren, ja, sind keine richtigen CCs. Ja, wo bleibt die Aufregung über das neue Update? Das ist mit Abstand das Schlechteste, was Wargaming die letzten Jahre gemacht hat. Keine Ressourcen mehr, egal wie viele Runden du spielst. Mein Clan ist leer. 99 Leute, die überhaupt nicht mehr mitspielen. Oder 98 Leute, die keiner hat mehr Lust auf das Spiel. Du kriegst keine Ressourcen, es gibt keine Clan-Boosts. Ja, du wirst gezwungen, Platoon zu fahren, obwohl du gar keinen Bock drauf hast. Schwachsinn Deluxe. Och, jemine, Alter. Ich sag's euch, ich bin mittlerweile der festen Überzeugung, dass die Konkurrenz Spione bei Wargaming platziert hat. Die sollen dafür sorgen, dass das Spiel den Bach runtergeht, Alter. Bin ich der festen Überzeugung. Also so schlechte Updates, die letzten Jahre rausgekommen sind. Radpanzer sind reingekommen. Waffenträger auf E100 wurde rausgenommen. HE-Nerf, ne, wo man T49er und FV4005 und so und Sheridan gar nicht mehr spielen kann. Oder so ein KV-2. Das waren richtige Fun-Panzer, die kannst du nicht mehr spielen. Also mehr Manipulation, mehr Negativ kannst du gar nicht hier reinbasteln die letzten Jahre. Ne? Das kann nur ein Spion gewesen sein oder mehrere. Das ist absoluter Schwachsinn, Alter, wirklich. Das ist ab. Ja, wo komme ich jetzt als drittes raus auf einer Stadtmap mit meinem Scout? Ne? Matchmaking aus der Mülltonne, Alter. Wirklich, das ist Mülltonnen-Matchmaking. Kennt ihr bei der Sesamstraße dieser eine, der aus der Mülltonne rauskommt, Alter? Ich glaube, der ist jetzt mittlerweile Wargaming-Mitarbeiter, ne? Dieser eine, wie heißt der denn? Der Typ, der da aus der Mülltonne rauskommt bei der Sesamstraße. Ja, genau. Meine Fresse, Alter. Wirklich ultra schlecht, was hier in diesem Spiel abgeht, Alter. Dieses Spiel besteht einfach nur noch aus Frust. Besteht nur noch aus Frust. Frustration Level 100. Frustration Level 100. Vor allen Dingen sind so viele in die Stadt reingefahren und helfen trotzdem nicht mit. So dass da die Leute, die vorgefahren sind, jetzt sinnlos HP verlieren, ne? Das ist legendary. Ja, die Mitte ist auch überhaupt nicht besetzt, ne?
Ja, unsere eigene Basis fällt. Die eigene Basis fällt. Wir müssen zurück und resetten. Nee, nee, Freunde, also dieses Spiel ist ruiniert. Wenn dieses neue Update, so wie es rausgekommen ist, bleibt, dann ist das definitiv das Ende von World of Tanks. Du kriegst überhaupt keine Industrieressourcen mehr. Du wirst gezwungen, Platoon zu fahren. Null Motivation irgendwie und neue Maps sind überhaupt nicht vorhanden. Seit Jahren kommen keine neuen Maps und wenn sie rauskommen, sind die grottenschlecht, wirklich. Wer auch immer da die Entscheidungen bei Wargaming trifft, der sorgt dafür, dass das Spiel am Arsch geht. Ganz einfach. Das ist das Ende von World of Tanks. Das Matchmaking ist absolut, absoluter Nonsens. Ich krieg nie Artis, wenn ich Scout fahre. Ne, 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 ne. Also das kann so nicht weitergehen. Definitiv nicht. Schade Schokolade, Alter. Wargaming sollte mal intern nach Spionen suchen, Alter, weil das kann nicht ernst gemeint sein, Alter. Wirklich nicht. Really, really, mein persönlicher Ratschlag an Wargaming, sucht nach internen Spionen, die euch das Geschäft versauen, weil diese Entscheidungen kann nur jemand treffen, der das Spiel kaputt machen möchte. Guck dir das mal an. Ein einziger Mitspieler um 11 Uhr morgens. Normalerweise hätte ich jetzt schon 6, 7, 8, 9, vielleicht 10 Leute im Clan, ne? Keine Boosts, nichts da, Industrieressourcen ergeben sich nicht. Alles ist verbuggt. Wenn du irgendwo draufklickst, kommst du nicht rein, musst du tausendmal klicken, guck hier, Fehlermeldung, Fehlermeldung. Irgendwann kommst du rein, ja, nee, du, also das ist nix. Das ist nix. Ja. Diese Clan-Reserven hier, Clan-Boosts, das sind die Sachen, die das tägliche Spielen erleichtern und ein bisschen Motivation reinbringen. Wargaming, schämt euch. Mehr bleibt mir nicht zu sagen, Alter. Wirklich, alle Entscheidungen der letzten 5, 6, 7 Jahre waren eine Fehlentscheidung. Ja, ich habe sie ja schon tausendfach aufgezählt. Aber leider Gottes, ne, sind die Leute, die... Komm, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Eine Runde mache ich noch. Leider Gottes, sind die Leute, die sich so gut wie überhaupt nicht beschweren und immer Wargaming liniengetreu sind, die haben die meisten Follower und Abonnenten. Ja. Wo bleibt der Aufschrei? Wo bleibt der Aufschrei der Leute, die Reichweite haben in diesem Business? Ja, wo sind die YouTuber und Streamer mit richtig viel Reichweite? Wieso höre ich da nichts? Wieso? Der eine, der hat ja schon so viel verdient, der kommt ja nur noch alle paar Wochen online, ne? Hat schon letztens ein Zuschauer bei mir in den Chat reingeschrieben, ne?
M wie Martha, ne? M&M, ne? Man sagt ja. Die haben auch schon mittlerweile so viel mit verdient mit dem Ganzen. Also denen ist das doch egal, Alter. Man hat so das Gefühl, denen ist das doch scheißegal, was jetzt mit diesem Spiel wird. Alter, ich habe genau April 2012 mit diesem Spiel angefangen. Oder sagen wir mal ein paar Monate vorher. Ich war Videospieltester und habe schon ein halbes Jahr vorher, also ich spiele das Spiel seit 12,5 Jahren, ja. Einen eigenen Account habe ich seit über 12 Jahren jetzt mittlerweile. Ja. Ja, Ziele sind auf, keiner schießt. Map-Auswahl ist natürlich wieder mal grottenschlecht. Guck mal, was ich für eine Map bekommen habe. Schon wieder so eine Schlachtergassen-Map mit meinem Scout. Also ich habe jetzt alle 4 Runden auf irgendwelchen komischen Maps gespielt, ne? Ohne Arty, ne? Zum größten Teil ohne Arty und immer auf Schlachtergassen, ne? So wie hier, ne? Schlachtergassen-Maps. Und niemand reagiert auf offene Ziele wieder mal, ne? Guck mal hier, auf der rechten Seite ist Full House. Schießt halt bloß wieder keiner. Ziele auf, keiner schießt. Ein paar AFK-Panzer haben wir auch. Absolut keine Reaktion vom Team, ne? Interessiert sich halt niemand für meine Ziele hier. Ja, also grottenschlecht. Grottenschlecht. Niemand reagiert. Absolut niemand. Niemand. Du schreist nach Hilfe. Es juckt keinen, Alter. Ja, Basecampen, bis dass der Arzt kommt, ne, Freunde? Schlechtes Matchmaking, schlechtes RNG, schlechte Maps, schlecht durchdacht alles. Schlechte neue Updates, schlechte Teams, schlechte Bots in meinem Team. Schlechtes Matchmaking immer wieder gerne gesagt, weil was ist das für eine Map, Alter? Warum darf man auf so einer Map als 8er, 9er und 10er Panzer? Viel zu klein, diese Map. Die Map gehört um 20, 30% gestreckt. Ja, 30 Panzer, Stufe 8, 9 und 10 auf so einer kleinen Map. Ja, da kann nur ein Massaker dabei rauskommen. Da kann nur Schlechtes bei rauskommen. Nichts, nichts, aber auch gar nichts passt hier zusammen. Mapgröße stimmt nicht. Also wirklich. Wenn Wargaming mal ein paar tausend Euro monatlich in die Hand nehmen würde und mich dafür bezahlen würde, dann würde dieses Spiel aufblühen. Weil ich spiele das Spiel 50 bis 80 Runden am Tag. Ich spiele jeden Tag 40, 50 Minimum, manchmal sogar 70, 80 Runden. Wenn einer sich mit diesem Spiel auskennt, dann nur ich. Ja, allen anderen ist es egal anscheinend, ne? Die großen Streamer und YouTuber machen, was sie wollen. Die sind jetzt schon Multimillionäre, das ist denen sowas von egal. Das ist denen sowas von egal, was aus diesem Spiel wird. Ja. Und meine Videos erreichen leider die Leute da oben nicht, weil zu wenig supported wird. Ne? Guck mal hier, 0, 0, 0. Meine Arty macht 0, meine TDs machen 0. Ja, ich spotte da komplett umsonst. Niemand interessiert sich für meine Spots. Naja, alles in allem, vielen Dank auch Wargaming für das Zerstören von World of Tanks.